Hallo Freunde großer Hunde. Ich gehe etwas unvorbereitet in dieses Video hinein, weil ich in den letzten Tagen total oft angeschrieben und angerufen wurde. Ich habe es auch unter den Posts gelesen, die unterschiedlichen Meinungen. Und zwar geht es um die Kühlweste oder Kühldecke. Kühlweste, Kühldecke, Weste, Decke klingt immer irgendwie dick und warm. Ist es aber nicht, weil sie ist extrem dünn und hat hier auch so ein Meshgewebe eingearbeitet. Aber darum ging es gar nicht. Es geht eigentlich darum, dass Posts im Umlauf sind oder dass Leute schreiben, man sollte dem Hund bei Hitze nichts Nasses oder den oder nichts Nasses auf den Hund legen, zum Beispiel Handtuch und so weiter. Ja, das ist richtig, aber auch nur dann, wenn der Hund wirklich überhitzt ist. Also Beispiel, ihr holt ihn aus dem Auto, Auto 40 Grad, wie auch immer, und schmeißt ihm eine nasse Decke drüber. Herzkapaster. Ne? Also nein, nicht machen. Das sollte nicht gemacht werden. Ihr seid im Haus, geht in den Garten, nehmt den Hund mit, es ist warm draußen, der Hund liegt unter euch, hechelt, ihr wollt ihm vielleicht ein bisschen Linderung verschaffen, feuchtes Baumwolltuch, altes T-Shirt, feucht gemacht, drüber gelegt, spricht eigentlich gar nichts dagegen. Wir müssen auch immer unterscheiden zwischen feucht und nass. Also, die Kühlweste, die wir hier haben, funktioniert zweierlei. Einmal wird sie leicht feucht gemacht oder wir machen sie nass und ringen sie dann richtig aus. Das heißt, da ist vielleicht ein Liter Wasser drauf und sie funktioniert mit dem Effekt der Verdunstung. Das heißt, das Wasser verdunstet und nimmt die Wärme, die auf dem Fell liegt, auf dem Körper ist, nimmt sie mit. Der große Vorteil der Weste ist eben, dass so wie sie geschnitten ist, die Weichteile, die hinteren Weichteile, eben nicht runtergekühlt werden. Richtig? Richtig. Wir haben sie eigentlich eingeführt, oder ihr kennt uns auch, dass wir eigentlich nur Sachen verkaufen, wovon wir auch wirklich überzeugt sind. Und bei Ayla ist es so, dass sie wirklich jetzt anfängt, mit 8 Jahren große Probleme bei der Hitze zu haben oder bei Wärme generell zu haben. Wir gehen in den frühen Morgenstunden mit dem Hund spazieren und abends, aber es ist für uns unvermeidlich, nicht auch mittags nochmal rauszugehen, weil unsere Hunde nicht im Garten machen. Punkt. Ist so. Niemals würden die hier den Garten beschmutzen. Wissen wir, also müssen wir raus mit unseren Hunden. Und da kamen wir dann auf die Idee, oder haben es gesehen, dass es eben diese Kühlweste gibt. Und wir müssen sagen, ich habe dir auch in einem Video gezeigt, wo ich mit den Hunden unterwegs bin, das ist wirklich enorm. Also die fangen wirklich an, bei 25 Grad draußen zu toben, rennen sich hinterher, was sie vorher eigentlich gar nicht gemacht haben. Der Effekt der Kühlung mit dem Wasser ist auch von vielen Faktoren abhängig. Also einmal die Lufttemperatur, die Sonneneinstrahlung und ein großer Faktor ist auch der Bereich Wind. Diese Weste ist jetzt kein Freibrief, um mit dem Hund stundenlange Touren zu machen. So lange hält die Kühlung auch gar nicht, ne? Also das Wasser verdunstet und dann ist der Kühleffekt weg. Der nächste Effekt, den wir dann haben, ist eben, dass die Sonnenstrahlen auf diesem Material, was hier drauf ist, extrem reflektiert werden. Das heißt, der Hund heizt gar nicht so auf. Sie ist super leicht, richtig, wie habe ich es in einem Video gesagt, schnufflig. Also das ist wirklich toll. Ihr solltet diese Weste aber auch nicht, wenn der Hund überhitzt ist, wenn er wirklich überhitzt ist, dem Hund eine nasse Decke überschmeißen. Scheißegal, ob Handtuch oder Kühlweste oder so, das ist lebensgefährlich für den Hund. Kühlt ihm langsam die Pfoten ab, lasst ihn nicht ins Wasser springen,
langsam runterkühlen in den Schatten und immer ausreichend Wasser zum Saufen bereitstellen. Ich ärgere mich eigentlich über diese sozialen Medien, die mich eigentlich auch groß gemacht haben, aber über diesen Scheiß, den manche Leute da schreiben. Da werden Bilder von Hunden gezeigt. Also wir haben uns ja spezialisiert auf große Hunde. Und wenn wir so ein Hobby nehmen, mit dem wir ja jetzt nun mal haben oder zwei Stück davon haben, die haben nun mal extrem viel Fell. Es gibt andere Hunderassen, die haben noch viel mehr Fell. Dieses Fell fungiert ja auch als Wärmeschutz für den Hund. Trotzdem, je älter sie werden, macht es Probleme. Und der eine andere hat dann auch schon mal Herzprobleme und da macht das Sinn. Und deswegen empfehlen wir eigentlich auch nur Sachen, wovon wir wirklich überzeugt sind. Aber nochmal auf dieses Bild von dieser Dame. Also das war irgendwas Spanisches, klein, wirklich winzig. Und die Dame sagte, ja, der liegt den ganzen Tag auf dieser Kühldecke drauf. Ja, das ist nett, dass der auf dieser Kühldecke liegt. Meine Hunde würden sich niemals auf diese Kühldecke legen. Und diese Kühldecke bringt mir auch nichts, wenn ich mit dem Hund raus muss. Darum ging es mir ja. Ne? Was mache ich, wenn ich mit dem Hund raus muss? Ich bin im Urlaub, es ist warm. Wie kann ich dem Hund etwas Linderung verschaffen? Das braucht nicht jeder Hund. Aber die Hunde, die es brauchen, die werden wirklich dankbar sein. Eine andere Dame hat ein Bild gepostet, sie läuft bis zum Nachbarort und lässt den Hund dann in den Brunnen reinspringen. Leute, da frage ich mich, bei der Hitze bis zum Nachbarort laufen und dann den Hund in den Brunnen reinspringen lassen. Ist auch nicht optimal. Ne? Also ist unter Umständen vielleicht sogar noch viel gefährlicher, weil der Hund sich beim Laufen komplett aufheizt und dann lasse ich den in so einen Brunnen reinspringen, wo vielleicht kristallklares, kaltes Bergwasser drin ist. Also, da kamen so viele Posts, lebensgefährlich und so weiter. In der Firma von meinem Vater hing ein schönes Bild. Also wirklich vor Inbetriebnahme des Mundwerks Gehirn einschalten. Ja, also es passt nicht zu jedem Hund, es passt nicht in jede Situation hinein. Wenn ich etwas bewerbe, was wir einsetzen, dann hat das einen Grund, warum wir das einsetzen, wofür wir es einsetzen. Es funktioniert nicht bei jedem Hund und in jeder Situation. Und jeder von uns ist anders, jeder hat einen anderen Tagesablauf, eure Hunde ticken anders. Nur wir, wie gesagt, wir müssen raus. Wir müssen auch als, wir sind Camper, wir sind mit dem Bulli unterwegs, versuchen natürlich nie in den Sommermonaten groß oder in der Hitze unterwegs zu sein. Das vermeiden wir. Aber es kommen natürlich auch die Tage, wo dann irgendwann 25 Grad sind in Frankreich. Und die Frage ist, ja, was machen wir? Ne? Und haben dann festgestellt, haben sie letztes Jahr im Einsatz gehabt und ausprobiert und waren wirklich sehr, sehr zufrieden und haben gemerkt, dass es gerade bei unserer Großen, bei der Ayla, eine Erleichterung gebracht hat. Und das wollten wir eigentlich damit zum Ausdruck bringen und deswegen haben wir sie eigentlich auch mit in den Shop aufgenommen. Das wollte ich eigentlich nur mal gesagt haben und erzählen, wie diese Weste jetzt wirklich funktioniert. Ich hatte vielleicht so ein bisschen flapsig das erste Video gezeigt, also mir ging es da jetzt auch wirklich, natürlich müssen wir Produkte verkaufen, damit ich täglich Hundefutter für meine Hunde kaufen kann, damit wir davon leben. Aber wie gesagt, wir verkaufen Produkte, wovon wir überzeugt sind, die auch bei unseren Hunden funktionieren und das funktioniert. Und bei unseren Hunden funktionieren zum Beispiel keine Kühldecken auf dem Boden, um dass sie sich da drauflegen. Ja, finden die total scheiße. Deswegen bieten wir sie auch erst gar nicht an. Ja, weil ich bin davon auch nicht besonders überzeugt. Also das wollte ich eigentlich nur da mal gesagt haben. Also wirklich zum Spaziergang, wenn der Hund nicht überhitzt ist, könnt ihr diese Decke anziehen, macht sie vorher feucht oder nass, bringt sie dann ordentlich aus und geht dann mit dem Hund spazieren. Keine langen Spaziergänge, habt Wasser dabei. Also, in diesem Sinne.